Hi, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich in der letzten Folge von Sekiro ein bisschen über Hitboxen beschwert und andere Dinge. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Wir gucken rein. Und ich werde mir jetzt mal den Trainer anschauen, der mir schon mehrfach ans Herz gelegt wurde. Bin gespannt, wie der mich killen kann. Kann ich dem jetzt sagen, er soll eine andere Waffe nehmen? Angriffe parieren. Ja, das weiß ich doch, aber der hat ja keine Pike. Der hat doch keine Pike. Ah, der macht mir gar keinen Schaden, okay. Kann ich ihm irgendwie eine Pike geben? Weil das... Da habe ich kein Problem mit. Nee, kann ich nicht. Tja, Trainer bringt leider nichts. Sieht so aus, als wäre deine Kampflust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor, wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, die... Okay. Okay. Fähigkeiten. Wenn du einen Kampfstil hast, einen Esoterik-Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü der Figur des Bildhauers erwerben. Fähigkeitserfahrung. Aha. Erwirb Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü. Es gibt drei Arten von Fähigkeiten. Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. Kampfkünste musst du ausrüsten. Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten sind immer aktiv, nachdem du sie erworben hast. Mikiri-Konter. Gewährt die Shinobi-Kampfkünste Mikiri-Konter. Ermöglicht das Kontern feindlicher Stoßangriffe durch Stampfen auf die Waffe eines Feindes. Fügt der Haltung schweren Schaden zu. Es ist fast unmöglich, schnelle Stöße richtig zu erkennen, außer man besitzt die Augen des Shinobi. Wirbelwindhieb. Rennen und Gleiten.
Es fern ist zur Wahrnehmung jener mindet, die verborgen sind, die eigene Präsenz zu unterdrücken, macht einen Shinobi aus. Das klingt auch ganz geil. Ja. Okay, wie war das jetzt? Mikiri-Kontertraining mit unsterblichem Samurai freigeschaltet. Mikiri-Konter für 3 Todesschläge, okay. Hoppla. Okay. Vielleicht ändert das alles. Mächtige Sprunggelenke. Ich könnte über den drüber hüpfen und solche Dinge tun, ja, vielleicht. Da habe ich auch noch überhaupt nicht mehr dran gedacht. Endlich hat das mal geklappt. Hat er mich jetzt wieder gesehen, da hinten, der Boy? Kommt er jetzt wieder bis hierher? Och nö. Geh weg. Ich kann dich jetzt hier nicht brauchen. Ach Mann. Dann läuft er jetzt... Oh, du siehst mich. Warte mal kurz. Ey, ich hab gesagt, warte mal kurz. Okay. Ach, er ist noch da. Okay, anders. Hoppla.
Oh, hi. Ey, kommt, Leute. Ach ja, genau, ja. So, sind wir zwei jetzt alleine. Okay. Ich darf dann nicht in eine Richtung drücken, ne? Darf dann nicht in eine Richtung drücken. Ja, jetzt hat das, ja. Ach komm jetzt. Was soll denn das? Könnt ihr da unten jetzt bitte mal weggehen?
Ach, ihr beide wieder. Ach, von hier komme ich auch da oben drauf. Okay. Habt ihr es dann da unten, ihr mit euren Schilden? Wo ist der andere? Ups. Scheiße. Jetzt wusste ich nicht, was er tut. Sein, dass ich an diesem... Ich war ja schon viel weiter. Zwei. Warum steht denn der Boy jetzt da? Ah, gut, ist nicht so wild. Ich will nur, dass das Gelbe da mal kurz weggeht. Kann der bitte jetzt da hinten die Aggro ganz verlieren, bitte?
Der Pfeileboy. Der Pfeileboy. Kurz davor, eine negative Steam Review zu schreiben. Eine Stunde gespielt. Deinstalliert. Beschissene Hitboxen. Dark Souls 2 Feeling. Wieso ist denn der Boy jetzt da unten bei dem? Das ist ja seltsam. Hallo? Ey, ich mache hier einen riesen Lärm. Hast du mich gesehen? Du hast mich gesehen. Warum hast du immer noch Aggro jetzt auf mich? Wie lange geht das? Wie lange hat der jetzt Aggro auf mich? Obwohl er mich nicht sehen kann, ich absolut aus seinem Bereich raus bin. Geht das jetzt noch länger so? Das letzte Mal hat er doch auch die Aggro verloren. Da musste ich nicht kämpfen. Ich bin komplett aus seinem Sichtbereich raus.
Hat er jetzt ist er so aggro, dass er jetzt weiß, dass ich hier bin? Finally, danke. Mein Gott. Was eine Aggro er hatte. Ich will mir doch einen Vorteil verschaffen, Jungs. Ah, deswegen, okay. Ich habe jetzt verstanden, warum er warum die Hitbox von der Waffe. GG, finally. Ja, das hat kein GG verdient. Aber danke trotzdem. Aber ich habe jetzt verstanden, warum die Waffe nur eine halblange Hitbox hat. Weil er da drauf tritt. An der Stelle. Weil er auf die Waffe drauf tritt, ist die Hitbox nur an der Hälfte der Waffe oder was? Jedenfalls, er tritt genau dort auf die Waffe drauf, wo ich immer den Treffer registriert hatte, wenn ich... egal. Egal. Ja, das war kein gutes Verstehen tatsächlich. Miko, das war nicht positiv gemeint, sondern eher, ich habe verstanden, warum die Hitbox so kacke ist. Fortschritt, ja. Hä? Was ist das denn? Wo habt ihr mich denn jetzt gesehen? Ja, okay, alles klar. Ich bin ja noch nicht mal bei einem richtigen Boss angekommen, ne? Was ist das hier jetzt schon wieder? Wo bin ich hier überhaupt? Jetzt schießen da schon wieder Bogenschützen auf mich. Irgendwo hier oben war doch ein Loot. Da, den. Ein Löschpulver, wow. Der Loot in dem Spiel ist auch nicht so real. Aber ist auch okay, ich brauch keinen super besonderen
Hau ihn doch! Wer bist du denn? Oh, mein Daddy. Ah. Kümmere dich nicht um meine Wunden, es hat keinen Zweck, dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Versteckte Tempelschlüssel. Der Schlüssel zum verborgenen Hirata-Tempel, ein Geschenk von Uhu. Der geheime Tempel befindet sich ganz hinten im Hirata-Anwesen. Was ist das? Der Schlüssel zum geheimen Tempel im Wohnhaus des Anwesens. Der göttliche Erbe ist dort. Der Vordereingang ist keine Option. An dem Feuer kommst du nicht vorbei. Jawohl, vielleicht über die Klippen, gleich hier draußen. Ja. Kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang über den Friedhof. Das ist dein Weg hinein. Verstanden. Wolf, vergiss niemals die eisernen Regeln der Shinobi. Ja. Wolf, beschütze den Herrn mit deinem Leben. Vater. Von hier aus nach links gehen und den Klippen folgen. Wenn ich über den Friedhof gehe, will... Überlass es mir, Vater. Okay. Ja. Okay. Lol, jetzt darf ich hier lang? Wow, dann... Okay. Das Leuchtfeuer hat mir jetzt nicht so viel gebracht, würde ich sagen. Aber ich muss mal... Ich glaube, ich muss hier mal runter gucken. Ist dann hier nicht vielleicht eine Abkürzung? Ah. Zu früh gedrückt. Und Insta-Death. Jawohl. Nice. Und tot. Hä? Ich will doch da oben lang. Jetzt darf ich nicht, oder wie? Dann gehe ich halt unten lang. Dann gehe ich halt hier lang.
So, jetzt nochmal zu dir, Kumpel. Jetzt nochmal zu dir. Okay. Gut. Ach, ihr seid zu zweit. Okay. Ja, dann vergesst es. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Ich klaue euch euren Loot. Und ich bin auch schon wieder weg. Hi, ich habe da was hinter mir. Darf ich kurz durch? Danke. Grüßt euch. Guten Tag. Ach, guck mal. Hätte ich auch vorhin schon finden können, aber dann hätte ich den Schlüssel nicht bekommen, ne? Das Vorbeisprinten. Ja, ich bin, glaube ich, echt von hier einfach hier rüber gesprintet, ne? Okay. Wir haben schon wieder einen Insta-Death-Boy am Start. Scheiße, das ist schlecht, das ist sehr, sehr schlecht. B drücken, verdammt. Hatte ich nicht zwei Revives? Warum hatte ich jetzt nur eins? Hm. Eine Aufladung, das. Ich habe doch noch keine Kürbissamen gefunden. Ernsthaft? Nee. Keine Kürbissamen. Einen. Einen. Brauche ich nur einen zum Aufleveln?
Wo habe ich den gefunden? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, verdoppelt sie. Ach so, ach Mist. Er wusste viel darüber. Ach Mann. Ja, keine Ahnung. Vielleicht findet sich ein Weg. Boah, Alter, und die fragen sich, warum man hier wegdrückt, Mann. Ey, die reden so langsam und dann auch noch in einer fremden Sprache, da kriegt man echt zu viel. Ich glaube, ich habe eine wichtige Information weggedrückt, ganz am Anfang. Ich dachte, ich kann bei ihr direkt die Flasche aufwerten. Tja, wird schon schief gehen. Was geht hier hinten noch so? Nix, komme ich nicht durch. Schade. Erstmal am Feuer eine Flasche verbrauchen. Perfekt. Können wir super in den Kampf reingehen. Kommst du bitte dazu? Kommst du bitte dazu? Hau ihn doch! Bosse mit Ads. Geil. Geil. Super. Erstmal einen Boss hinstellen, der 7 Ads hat. Also, ja. Ich... Ich feiere das Kampfsystem auch Vollgas, das ist richtig cool. Aber... Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass ich das Spiel gut finde. Was bedeutet denn, ich dachte, das wären da unten das Blatt links unten. Ich dachte, das wäre auch nochmal eine, dass ich wieder aufstehen kann.
Könnt ihr mal, ihr Schildboys, könnt ihr mal irgendwas machen, bitte, dass ich euch killen kann? Das ist so ein Blödsinn, ey, echt. Oh. Ich werde hier nicht gegen drei Leute gleichzeitig kämpfen. Ich muss die anders wegmachen. Dann stellen sie da solche hin, dann... YouTube, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ey. Danke, echt, dass ihr euch... Keine Ahnung.